Na komm, so, Timer ist gestellt. Hallo, wie geht's denn so? Weiter geht's im Turm? Du hast keine Chance. Ich wusste es. Ach so, ich hab das gemacht am Ende. Das sind ja Einheimische, okay. Sehr gut. Hey. So. Wollte ich nicht verdammt. Mach bitte vor sie winnen. Ich bin fast tot. Hui. Hey, du bist im Wasser gelandet. Sei froh. Was muss ich hier machen? Bomben platzieren? Wie auch immer die in meine Tasche passen. Wie auch immer die in meine Tasche passen, ne? So. Ich sollte mein Lichtschwert ausmachen, einfach aus prinzipieller Sicherheit. Yay. Hui, ist das ein Squeeze? Darth Vader setzte viele Nogri als Attentäter und Leibwachen ein. Oh. Wir denken, Vader hat die Nogri befohlen, die Yalaraner zu töten, die die Tarnvorrichtung schützten. Da sie jetzt zerstört ist, wurden die restlichen Nogri abgeholt und sind nach Hause zurückgekehrt. Darth Vader setzte viele Nogri als Attentäter und Leibwachen an. Wir denken, Vader hat den Nogri befohlen, die Yalaraner zu töten. Die Tarnvorrichtung schützten. Also eine primitive Spezies hat gefunden Verstecke 0 von 1. Dammit. Also ein primitives Volk, welches nicht in die Galaxie mit hier wie war es gesagt? Nicht mit rein integriert werden sollte. Sollte ein Hightech-Gerät aus eben dieser Galaxie beschützen? Und was für Nokri? Oder warte mal, waren das keine Yalaraner oder wie oder was? Hä? Ja. Keine Ahnung. In den letzten Tagen liegen uns keine neuen Berichte über weitere Kultaktivitäten vor, aber sie werden wohl kaum untergetaucht sein. Sie dürften kurz vor ihrem Ziel sein. Nun, ich würde sagen, einfach mal alle bekannten Macht, zumindest Orte der Macht oder Machtknotenpunkte überprüfen. Ne? Ah, ja, Diebstahl, ach, hier, Diebstahl der Macht. Apropos Macht. Bys. Da Roche seine Mission auf Bys niemals vollendete, müssen wir noch immer ergründen, ob es Tavion gelungen ist, Energie der Macht aus den Überresten des Planeten zu ziehen. Hoch. Imperator hat hier viel Zeit verbracht, daher dürfte dieser Ort eine große Energiequelle sein. Das macht zwar so keinen Sinn, aber hey, das Spiel kommt aus einer Zeit, wo ich noch nicht wirklich ein Bewusstsein hatte. Wenn sie eingenommen würde, könnten wir abschätzen, wie mächtig Tavion nun ist. Ist das grammatikalisch eigentlich richtig? Keine Ahnung. Und ich dachte, ich wusste nicht, dass irgendwelche Orte als Energiequelle der Macht werden können, wenn sich dort mächtige, machtsensitive Personen aufhalten. Diesmal komme ich mit dir. Ah. Rausch ist in der Nähe von Biss verschwunden und es ist zu gefährlich, dort allein hinzugehen. Ja, ich kriege gerade Flashbacks an deine diabolische Lache, als du Sturmtruppen und so alles gemetzelt hast. Hey, Machtabsorption. Ja, Geistestrick. Ermöglicht dem Jedi die Verwirrung und oder Ablenkung.
komm, mach mir mal den Machtbügelgriff. Oder? Ja, komm. Nein, oder? Ach komm, Abwechslung fürs Let's Play. Hey, Würgen, yeah, Darth Vader-Style. So. Schrotflinte und Rakete. Und Kontaktmine. Hier spüre ich die dunkle Seite nicht, Kyle. Ich auch nicht. Das ist nicht gut. Tavion war schon da. Imperiale Dreadnought, ich hole uns hier raus. Ein Traktorstrahl erfasst uns. Ich komme nicht los. Okay, das ist der Plan. Ich habe mal zu meiner Imperiumszeit auf so einem Schiff gedient. Du schaltest den Traktorstrahl aus und ich starte die Selbstzerstörung. Bereit? Bereit, da geht's nicht. Bitte was? Oh. Oh, wie cool. Okay, Moment. Warum? Wo ist der Empfang hier eigentlich? Ist hier überhaupt was? Okay, okay. Eins nach dem anderen. Was ist das Missionsziel? Okay, er versucht da aufzumachen und ich kümmere mich um den Empfang. Okay. Ich empfange den Empfang, genau. Oh, Moment hier, genau. Macht wirklich Griff. Oh, cool. Oh, cool, dass das betäubt ja sowas. Also, macht die kampfunfähig. Oh. Ja, gut, die brauchen echt lange, um erwürgt zu werden. Wie war's mit Genickbruch? Oder auch nicht, ja. Langweilig. Verstecken ist sinnlos. Oh. Wie cool. Aha, wie geil. Nice. Cool. Okay, das war abgefahren. Abgefahren. Kommen Sie zurück. Ich bin hier abgehauen, aber okay. Hey. Oh mein Gott, das war knapp. Boah, war das knapp. Boah, das war haarscharf gerade, aber sowas von. Ach, ich kann ihn noch rühren, obwohl er tot ist. Interessantes Detail. Damit geht das? Gar nicht, okay. Hä? Was? Hä? Kann das sein? Okay. Hey, der haut ab. Ach gut, der ist abgehauen. Ach, da ist jemand einer, guck. Wow. Das hier? Codekarte benötigt, deswegen ist er abgehauen, verstehe. Uiuiui.
Ja, sie haben eine Codekarte. Habe ich da gerade Raketen aufgesammelt? Oder war das die Codekarte? Keine Ahnung. Gut. Yeah. Ist das ein Gong, den ich da höre? Ein Gongtroid? Ein Gongtroide? So. Hoch. Nix. Rebellen, alles klar. Halt, oder ich schieße ins Sperrgebiet. Ja, was du nicht sagst. Oh, 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 setz mich doch, setz mich doch. Hehehe. Was war das denn? Was? Gut, das war's mit Drumgespiele. Kann ich ihn eigentlich würgen? Nur so aus Interesse? Nein! Ach du Heiliges! Strategischer Rückzug! Wer hat die eigentlich hier reingestellt? Ist mal im Ernst, das ist strategisch echt ungünstig. Die erschließen sich ja gegenseitig alle. Hä? Was zum Teufel? Wow. Habe ich den halbiert? Nee. Ja. Was war das gerade für eine kurze Slow Motion an einem Fahrstuhl, ey? Oh. Aber hey, ich habe überlebt, ich sollte speichern. No. Hallo? Na? Überleben nicht. Oh. Oh, ich hätte gerne Machtanwender, die mich wieder aufladen könnten. Keine Ahnung. Ach, immer auf Droide, die süß. So. 30 Minuten schon. Das war der. Traktorstrahl deaktiviert. Gut, geh zurück zum Schiff. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Ja, gleich. Jaden, jemand muss einen Notruf abgesetzt haben. Jäger nähern sich uns. Okay, hoch. Oh, Moment, ich habe eine Idee. Was? Hey, zurück mit dir. Sag mal. Na also, geht doch. Funktioniert. KI 3000. IQ 3000 eigentlich. Allerdings beträgt mein IQ im Moment gerade minus 0, weil ich noch nicht gespeichert habe. Wohl doch, ich habe gespeichert. Ja, habe ich auch nicht vor. So, speichern.
wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bei 15 Minuten, ich möchte nicht zu lange machen, damit ihr noch Zeit genug habt, andere Videos zu schauen. Nicht unbedingt von mir, aber von anderen interessanten YouTubern. Und ja, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss.